Heute gibt es wieder eine ganz besondere Folge von mir. Ich war Modell für die Bodypainting-Weltmeisterin Claudia Krämer. Sei jetzt dabei, wenn sie mich in ein fantastisches Wasserwesen verwandelt. Auf dem Stadtfest war einiges geboten. Wir hatten sogar Live-Musik. Bei 19 Grad und schönem Wetter ging es dann auch schon los. Thank you.
Thank you.
fertig waren wir. Dann ging's gleich zum Shooten. Soll ich rauskommen? Ja, komm mal raus. Präsentation gerufen und auch in dem Moment fing es zu regnen an. Also hatten wir unseren Schirmträger und Bodyguard den Abend dabei. Das Model kommt jetzt hier auf der Bühne und ich darf das Mikrofon übergeben. Hallo liebe Gäste, die doch nicht vom Regen geflohen sind, das hat natürlich jetzt perfektes Timing gepasst, dass es geschauert hat ganz kurz. Denn nichtsdestotrotz kommt alle ein Stückchen weiter ran, sonst könnt ihr nämlich dieses Kunstwerk gar nicht richtig sehen. Und ich würde die Chance nutzen und Claudia, den Artist, quasi mal befragen, was wir hier eigentlich genau sehen am Model. Ja, eine Mischung aus Meerjungfrau und Sirene. Ich habe es ein bisschen maritim gehalten heute. Sieht wunderschön aus, richtig magisch, ne? Gucken. Und viele, viele von euch haben hier ihre Stimme abgegeben und geraten, wie lange mag dieses Kunstwerk wohl gedauert haben. Und alle, die jetzt vielleicht noch keine Stimme abgegeben haben, vielleicht mal so eine kurze Schätzung. Was meint ihr? 6 Stunden stehen im Raum? 10. Nur kapiert habt ihr hier nicht, ne? 5. 3 Stunden. 8 Stunden. Okay. Wollen wir auflösen? Ja. Es waren 6 Stunden. 6 Stunden hat es gedauert. Wahnsinnsleistung. Vielen, vielen Dank. Großartig. Darf ich auch noch eine Frage loswerden? Ja? Also, wenn das 6 Stunden dauert, das ist ja schon Wahnsinn. Jetzt muss ich mal fragen, ja, hält man das überhaupt so durch? Ja, es war sehr angenehm vom Wetter heute. Ich hatte eine Heizung und das die Weltmeisterin im Bodypainting. Also, was kann man sich mehr wünschen? Super. Also, man traut sich das ja gar nicht wieder abzumachen, denn wahrscheinlich. Ne? Also, das ist einfach so. Also, 6 Stunden. Tja, also das ist ja auch eine Menge Arbeit dann. Also wie bereitet man sich vor? Also erstmal muss man ja ein Motiv ausdenken, oder? Richtig, genau. Ein Teil des Motives entsteht in der Planung vorab. Und ein weiterer Teil wird dann spontan passieren beim Painten. Ein bisschen
Hingeben der Malerei als Künstler. Okay, super, fantastisch. Und ja, wenn Sie die Weltmeisterin sind, also ja, wie ist das eigentlich, wie oft wird das durchgeführt? Ist das auch einmal jährlich oder wie werden die Wettbewerbe durchgeführt? Die WM findet einmal jährlich in Österreich statt, in Klagenfurt, und ja, da bereitet man sich lange drauf vor und dann... Ja, und dann sollte das klappen, also, ne? Ja, super, ne? Also, wie gesagt, auch immer Models wirklich dann gebraucht, ne, um zu üben, denke ich mal, ja, oder? Ja, also zum Teil, also die Vorbereitung beinhaltet auch die Planung des Motivs und der Kreatur, der Aufbau von eventuellen Props, und dann studiert man die Malerei auch auf Papier an, also ich mache es zum Teil gern so, ja. Super, Dankeschön hier für dieses wunderbare, wunderbare Ergebnis. Tja, wenn das 6 Stunden dauert, wie lange dauert das denn, um das wieder zu entfernen? Ja, Gott sei Dank nicht 6 Stunden. Sondern? Fragen wir, glaube ich, lieber Julie. Die hat... Okay, Erfahrung damit? Ja, es ist ja Körperfarbe und die ist dafür gemacht, dass man sie auch wieder runterwaschen kann, leider. Aber relativ schnell, ja? Ja, also die hat man maximal 3/4 Stunde, dann ist alles wieder unten. Wunderbar. Also keine steckt 6 Stunden wieder dann, um wieder die loszuwerden. Ich danke euch. Ich für Tagesschlechte. Ist das live? Ja, die ist das live. Es hat mich gefreut, dass du heute wieder dabei gewesen bist, und ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis dann, deine Julien.